Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Erde, meine lieben Jungfraugeborenen. Dies ist das Kurzreading für euch im Bereich des Ruhmes. Das ist der 9. Bhagwa-Bereich, der dem Element Feuer zugehörig ist. Und wer thront hier auf meinem Wissensglas? Das ist der prächtige Hahn, ja? Der hübsche und prächtig schillernde, in allen Farben schillernde Hahn. Und der korrespondiert euch, meine lieben Jungfraugeborenen. Deswegen stelle ich ihn hier zu euch dazu. Er repräsentiert die chinesische Astrologie. Und alle von euch, die im Zeichen des Hahnes geboren sind, die schauen sich bitte auch dieses Kurzreading an. Ja, und im Bereich des Ruhmes sind natürlich auch unsere Zeugnisse sehr gut aufgehoben. Und ich hatte nach der Heilpraktiker-Ausbildung eine einjährige Phytotherapie-Ausbildung gemacht. Und das geballte Wissen davon ist hier auf meinen Karten, auf meinen Karteikarten. Und wir schauen jetzt mal, vielleicht ist da was für euch dabei, meine lieben Jungfraugeborenen, was für euch interessant sein könnte. Irgendeine Heilpflanze, ein Gewürz, ein Baum. Schauen wir mal. Was möchte ich da nehmen? Das hier. Ui, hat zwei Seiten. Ui, da kommt was Feines. Die Pfefferminze. Und genau in diesem Moment fängt der Traktor wieder an zu rattern. Oh mein Gott, aber bitte lasst euch davon nicht beeinträchtigen. Ich hoffe, er ist bald weiter weg. Die Pfefferminze. Menta piperita. Ja, der botanische Name. Menta piperita. Und zwar verwendet man Folium. Also Folium sind die Blätter der Pfefferminze. Und genau, die Pfefferminze stimuliert mit ihrem Menthol die Bildung der Magensäure. Und wenn man Pfefferminztee oder sonstige Pfefferminze zu viel verwendet, kann es auch mal bei empfindlicheren Menschen zu Magenschmerzen führen. Also ein bisschen aufpassen, ja? Bei Gastritis muss man auch ein bisschen aufpassen, also Magenschleimhautentzündung, da die Pfefferminze säurelockend wirkt. Ja? Der Hauptbestandteil bei der Pfefferminze ist das Menthol. So, wo ist die Pfefferminze indiziert? Und zwar tatsächlich bei Krämpfen im Magen-Darm-Bereich und der Gallenblase und der Gallenwege. Und da hat sie wirklich einen fantastischen, krampflösenden Effekt. Auch bei Colon Irritabile, das ist der berühmte Reizdarm, ja, der darunter leidet, öfter mal Pfefferminztee trinken. Ja. Dann sogar bei Übelkeit und Blähungen sehr hilfreich, die Pfefferminze. Sogar bei Muskel- und Nervenschmerzen und bei Kopfschmerzen und Migräne. Da kann man sich zum Beispiel auch so einen Pfefferminzstick kaufen, wo man das ätherische Öl der Pfefferminze hier auf die Stirn streicht. Ja? Das wäre dann eine äußerliche Anwendung der Pfefferminze. Bei der innerlichen Anwendung steht die krampflösende Wirkung im Vordergrund. Die Pfefferminze wirkt sogar juckreizstillend, entzündungshemmend und auch kühlend. Ja, also lediglich etwas magenempfindliche Patienten, ja, die also auf alle Feinheiten reagieren, die sollten mit der Pfefferminze ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise sich da vorsichtig rantasten. Es gibt
Kapseln, die man einnehmen kann, ja. Es gibt aber auch Urtinkturen, die man in sehr geringer, feiner Dosierung anwenden kann, wie zum Beispiel von der Firma Ceres, die ich in meiner Praxis sehr bevorzuge. Enthalten ist übrigens die Pfefferminze auch in diesem wunderbaren Tropfen Iborogast. Ja, das ist ein Komplexmittel, ein pflanzliches Komplexmittel von der Firma Steigerwald, was ich sehr gut empfinde von der gesamten Kombination der Heilpflanzen her. Genau, und dann gibt es den sogenannten Migras-Tipp. Ich hatte eben erwähnt, man kann hier auch das ätherische Öl bei Kopfschmerzen auf die Haut geben. Migras-Tipp gibt es mit Lavendel und Pfefferminze, ja, in der Apotheke. Ich hoffe, es gibt ihn noch. Sogar bei Katarren der oberen Luftwege wirkt die Pfefferminze sehr heilkräftig. Schaue ich, ob ich auch nichts vergessen habe. Klar, also weil sie ja krampflösend wirkt, ja, kann es auch Bronchospasmen entgegenwirken, wenn man da Probleme hat mit den Bronchien eben. Genau. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Ich denke nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas sehr Sinnvolles mit auf den Weg geben konnte. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo von euch und über Kommentare, meine Lieben. Und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag und bis zum nächsten Video. Vielleicht seid ihr wieder dabei. Macht's gut. Servus.